Hallo, seid gegrüßt, hier ist wieder Bernd. Ich mache mal ein schnelles Video zum Thema, wie bekomme ich denn am schnellsten das Tempo von einem Lied raus, wenn es nicht gerade oben in den Noten steht. Der Norbert hat mir geschrieben, der macht gerade den Startup-Kurs und ich habe anscheinend bei dem Startup-Kurs, bei den Noten, habe ich nie dazu geschrieben, wie schnell das Tempo ist, also was für ein Tempo die Lieder haben. Da gibt es auch Playbacks dazu, da kann man mitspielen, aber wenn man jetzt die Melodie ohne das Playback mal mit dem Metronom üben will, was macht man dann? Wie kriege ich dann das Tempo raus? Früher war das so, da gab es diese normalen Metronome, da konnte man dann so irgendwie das Lied laufen lassen, dann konnte man so annähernd versuchen, irgendwie das Tempo zu finden. Man wurde es mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer und irgendwann hat man, wenn man Glück hatte, hat man dann das Tempo gefunden. Heute gibt es ja diese berühmten Metronom-Apps, zum Beispiel die hier. Die heißt auch Metronom. Und die ist ganz toll. Die hat nämlich hier, muss ich gucken, hier unten hat die so einen Knopf, da steht Tab drauf. Ne? Und da kann ich einfach, wenn ich ein Playback oder ein Lied laufen lasse, kann ich einfach hier mit dem Finger in dem gleichen Tempo dazu tappen. Ich zeige das mal. War ein bisschen wackelig, ich habe die Kamera hier in der Hand. Also, ne? Ich habe hier unten, hier habe ich den Tab. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lied laufen lasse, was habe ich denn hier? Amazing Grace oder was? Ne? Das lasse ich mal laufen. Ihr seht, hier steht ein Tempo. Das ist das Tempo. Jetzt tappe ich einfach mal in dem Rhythmus, in dem Tempo dazu. 2, 3, 1, 2, 3. Zeigt er mir hier oben, zeigt er mir mein Tempo an. Oh, nochmal tappen. Also. So, so geht's. Ups, schön stoppen. So. Na, so schnell bekommt man ein Tempo raus von dem Lied. Also, einfach die App runterladen. Metronom heißt die. Es gibt aber auch andere Apps, die können das alles. Ihr müsst nur den Tab-Knopf suchen und dann könnt ihr im gleichen Tempo, das ihr hört, könnt ihr drauf tappen und dann gibt er euch das Tempo vor. Ne? So, kurzer Tipp von mir. Es kommen auch bald wieder neue Videos. Ich bin einfach total beschäftigt gerade mit diesem Rhythmuskurs. Der fordert mich. Da fehlen jetzt noch ein paar Module. Ich muss einfach noch weiterarbeiten und dann gibt es auch wieder auf YouTube ein bisschen was von mir. Ja? Gut, also viel Spaß beim Üben und beim Tempo finden von verschiedenen Liedern. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.